Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. Hallöchen, meine Lieben, grüße dich, euch alle hier zu meinem neuen Video und zu unserem Vlog. Ja, heute ist der 16. Juli. Ich habe gedacht, ich starte den mal einfach. Ich habe jetzt hier Briefe, die Ausweise sind da, die Kinderausweise sind da. Ich nehme den Arseni mit, fahre die Leonie zur Arbeit. Arseni hat heute Geburtstag und er ist 12 Jahre alt geworden. Ja. So schnell vergeht die Zeit, die Kinder so schnell groß. Ja, so ein Kleidchen an. Dachte mal, ist eigentlich recht angenehm draußen. Hat die ganze Nacht geregnet bei uns, vom 15. auf 16. Ja, jetzt gerade sieht es eigentlich ganz gut aus. So, stellen wir, wir fahren jetzt mal los und dann nehme ich euch nochmal mit. Ne? Meine Lieben, wir haben gegessen gerade. Die Jungs ruhen sich jetzt aus. Ich hatte euch jetzt vergessen mitzufilmen. Den Kuchen, den wir gegessen haben. Aber schaut mal. Geil, oder? Du, nein, nicht. Du wirst nass. Ey, das hagelt! Hagelt? Irgendwas ist auf meine Hand gefallen. Ja, stimmt, das ist starke Tropfen. Der Wahnsinn, der Pool. Katastrophe. So, wir sind jetzt einkaufen und zwar Globus. Ich versuche für euch ja, eventuell vielleicht ein schönes Woolworth Life Haul zu drehen. Gibt es da ein Auto? Ja. Ja, jetzt müssen wir schnell das Auto hier organisieren, ne? Ja, ich hoffe, ich bekomme diese Brötchen für 3,60 Euro, meine ich. 30 Stück. Die haben wir früher sehr gerne gekauft. Die schmecken so gut. Pass auf, da kommt ein Auto. Willst du dich selber anschnallen? Ja. Nein, aber reicht. Schaffst du dich selbst anschnallen? Okay. Ja, dann gehen wir mal los. Fährst du so schief? Ein bisschen Drive, ne? Pass auf, rammt die Leute nicht um. Nein, man muss immer auf Millimeter. Millimeter. Oh, Fußball. Leonie, hör auf, nicht so schwach. Fußball. Stich. Oloho. Wie süß ist das? Stich ist mega cool. Geschenke sind hier wieder. Schenken. Was machst du denn, Anna? So, meine Lieben. Ach ja, es ist schon, keine Ahnung, zwischen wie viel der Tag. Jetzt habe ich schon vor lauter Machen und Tun manchmal nicht mitgefilmt, total vergessen und beiseite gelegt mein Handy. Ja, ich nehme euch heute noch so ein bisschen mit, ein paar Minuten. Was machst du denn? Ist das schön? Mama muss die Knete kaufen erstmal an, damit du... Ja, heute haben wir, was haben wir heute? Heute ist Donnerstag, der... Ist heute 18. Ja, ich glaube schon, oder? Ne? Ich meine schon, 18. Juli. Ja, und wir haben heute ein sehr schönes Wetter draußen, recht warm, es soll ja auch am Wochenende mega warm sein. Bei uns zeigt es 32 Grad an, mal schauen, und woanders manchmal zeigt sogar bei 35 Grad an. In Hessen zum Beispiel,
Ja, und deswegen mal schauen. Das ist aber schon fast so heiß, ne? So wie das Deutschlandwetter ist. Naja, aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Ich hatte heute ganz, ganz viele Erledigungen gehabt und war schon auch recht früh wach und habe auch Wäsche gemacht und alles. Ich muss jetzt gleich noch Wäsche von meinem Mann machen, Arbeitsklamotten gleich und ja, ne? Aufräumen hier im Zimmer teilweise. Also hier in dem Zimmer seht ihr schon, Arsenia, hast du Wasser getrunken? Ist das deine Flasche? Ja. Hier haben wir schon die Kommoden heruntergebracht von dem Arsenia. Genau. Fernseher, sein PlayStation. Ja, so Sachen müssen wir halt noch machen und aufräumen. Wir müssen das Zimmer noch streichen, aber vorerst haben wir provisorisch erstmal so einfach alles reingemacht. Nach dem Urlaub wird hier Computertisch bestellt und sowas, ja, damit ich hier auch Hausaufgaben bequem machen kann. Ja, und ansonsten, Leonie muss doch gleich zur Arbeit gefahren werden. Und wisst ihr, was ich gestern, ich zeige das euch. Beziehungsweise ich kann auch hier raus nicht geben. Ich habe gestern, ja, ich habe gestern nämlich draußen im Vorgarten, sagen wir mal so, beim Eingang, Schatzi, habe ich nämlich, was soll ich sagen, wie heißen die, Stiefmütterchen gefunden. Die wachsen einfach da, ich weiß auch nicht, wie die da hingekommen sind. Die habe ich gestern einfach raus, gewürfelt da aus der trockenen Erde, ne? Und habe sie auch hier hingepflanzt. Finde es auch mega schön hier. Ja, ich liebe sowieso sie. Auf Russisch würden die heißen Anjutene Glaski, ne? Annas Augen sozusagen übersetzt. Ne? Und finde ich einfach, ja. Stiefmütterchen, ne, heißen die ja, glaube ich, auf Deutsch. Und ich finde sie so, so schöne Blumen einfach. Ich liebe das. Ja, und ich hoffe, sie werden hier bei mir immer sein. Hoffe ich mal. So, hier habe ich noch, das ist, stand ja bei mir vorne, diese Blume. Die hatte in sie und vorne, ich weiß nicht, irgendwas hat da einfach nicht funktioniert bei ihr. Ja, sie wächst auf jeden Fall aber wieder neu. Das, was ich zum Beispiel an einer Hortensie mag, die wachsen tatsächlich, die wachsen einfach ohne Probleme. Ja, überall quasi einfach. Die brauchen da auch gar nicht so viel, soll ich sagen, an Pflege oder so. Normalerweise bei mir im Garten sind die an echt richtig sonnigen Platz ohne Probleme. Hier stand sie jetzt vorne an der Treppe im Eingangsbereich draußen und ich weiß nicht, hat ihr irgendwas nicht gefallen, da ist sie eingegangen. Ich weiß nicht, aber sie fängt jetzt wieder neu an. Und das ist schon mal schön. Ja, die hätte ich ja sowieso nicht weggeschmissen, die hätte ich sowieso behalten. Weil sie dann nächstes Jahr, ja, die ist ja mehrjährig. Meine allererste Hortensie hat die Cousine von meinem Mann geschenkt, die Katja. Und das ist bestimmt locker schon 6 Jahre. Und sie wächst und wächst und blüht voll schön. Von daher mag ich sie, da sie so pflegeleicht sind, sagen wir mal so. Joa, ihr Lieben, jetzt habe ich was gequasselt. Ich glaube, ich nehme euch nochmal vielleicht im Abend nochmal was mit oder später eventuell. Jetzt mache ich noch ein Video, vielleicht zeige ich euch hier noch so ein bisschen. Ich habe beim Globus wieder mal so ein Aloe Vera Ding gekauft. Also Aloe Vera. Und so, ich fütter noch Anna gleich mit dem Joghurt. Ja, dafür mache ich gleich
mir in ein Glas, habe ich mir schon beigestellt, für die Haare und oder fürs Gesicht eben, mache ich dann halt eine Maske von. Ja, also, ne? Ja. Früher bei uns in Russland haben wir das als Kinder gegen Erkältung genommen, ne? Das war so bitter, so ekelhaft. Aber das haben unsere Eltern und Omas uns tatsächlich in einen Teelöffel dieses Aloe Vera Gel raus und wir mussten das kauen und schlucken. Das war echt ekelhaft. Boah. So, Anna, komm Joghurt. Komm Joghurt essen. Vorwärts. Dali, dali. Dali, dali. Mama hat zu tun. Dali, dali. So, meine Lieben. Aloe Vera habe ich jetzt gewaschen und abgetrocknet. Jetzt werde ich das in Teile stückeln und dann zeige ich euch einfach dieses Gelee. Ich habe mir auch hier Glas schon vorbereitet. Das tue ich einfach hier rein und dann kann ich mir davon immer ein Stück rausnehmen und dann eben Haarmaske draus machen oder eben fürs Gesicht. Und das muss dann halt im Kühlschrank stehen. So, genau. Das ist auch super für eitrige Wunden oder allgemeine Wunden, ne? Wisst ihr ja bestimmt Bescheid. Ne? Aloe Vera ist ja allgemein vielseitig verwendbar. Die kann man auch mixen, dieses Gelee, dieses Gel rausnehmen und auch genauso sich ein Aloe Vera Drink machen. Ne? Alles schön fein mixen, mit Wasser verdünnen und genießen. Aber das ist wie gesagt als Geschmackssache, weil das bisher bitter ist, wobei diese Aloe Vera ist besser, als wir jetzt irgendwo in Märkten kaufen. Meine persönliche Meinung, wirklich nur meine persönliche Meinung, weil das ist ein frisches Produkt und ohne Konservierungsstoffe definitiv zu 1000%, weil das direkt von der Pflanze ist und alles, was wir in den Drogeriemärkten kaufen, ist ja alles langhaltbar. Na, hat einen gewissen Datum, Verfallsdatum und natürlich sind da Konservanten, auch wenn da steht, ist ohne Konservierstoffe, aber ich glaube daran einfach nicht. Persönlich, wie gesagt, meine Meinung. So, jetzt schnippel ich mir das alles ab und zeige euch eben gleich, wie das aussieht. Bin selber gespannt, ich mache das zum ersten Mal. Ich habe das jetzt mehrmals ein TikTok-Video gesehen bei einer lieben Xenia auch. Sie heißt auch Xenia, wohnt in Stuttgart und sie macht ganz, ganz viele coole Rezepte und. Ich folge ihr ungefähr schon einen Monat, ja. Und das, sie macht sehr oft was mit Aloe Vera und sowas, zeigt schon auch mehrere Male Video. Deswegen wollte ich unbedingt mal ausprobieren. So. Ich sag mal, let's go. So, meine Lieben, ich zeige euch jetzt auch noch mal ganz kurz. Ich habe jetzt eine Scheibe schon hier drin. Das Gel gelöst. So. Das klebt richtig krass, aber das ist halt richtiges Aloe Vera Gel, ne? Das ist halt wirklich das, was ihr braucht. Schaut mal. Ja, ne? Hier drinnen ist dieses Gel und das ist halt das Gesunde dran, ne? Ja, ich habe Handschuhe eigentlich an einem falschen Arm angezogen, aber okay, das passt dann so. Ja, das werde ich jetzt nach und nach bearbeiten. Und das ganze Stück verarbeiten und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. So, jetzt habe ich meine Hände abgewaschen und alles. Ja, ich habe einfach zu großes Glas genommen, aber egal. Ich lasse das jetzt so in dem Glas drin. Ne, das bleibt so bei mir. Das, was ich brauche, das werde ich dann nehmen und verwenden. Wie gesagt, das ist eine klebrige Angelegenheit. Es riecht ganz komisch. Aber wie gesagt, das ist egal, wie das riecht. Hauptsache, es hat eine Wirkung. Und wie gesagt, ich mache heute Abend direkt eine
Aloe Vera Gesichtsmaske und ich mache mir auch, ich mix mir das mal in die Haare und tu das mit Kokosöl oder Olivenöl noch, ne, zusammenmixen und eben ein, zwei Stunden eine Pflegemaske für mein Haar machen. Ja, vielleicht war das für dich auch ein Tipp, jetzt weißt du Bescheid, wie gesagt, wie man den innerlich verwendet, das heißt jetzt, wie ihr den Gel trinken könnt, das könnt ihr auch eigentlich überall googeln oder YouTube-Videos anschauen, das müsste ich persönlich zum Beispiel selber auch machen, weil ich zu 100% jetzt nicht mehr wüsste, wie ich das machen soll, ne? Also klar, gewisse Menge nehmen, klein pürieren, jetzt aber mit normales Wasser mixen oder irgendeinen Geschmacksverstärker geben, ein bisschen Zitrone oder sowas, wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Wie gesagt, müsste ich jetzt persönlich auch selber lesen. Ja, genau. So, und wir sehen uns. Das wollte ich euch jetzt gezeigt haben und dann sehen wir uns noch am Abend ein bisschen wieder. Wir machen Kokosnuss auf. So, wir haben hier jetzt das Wasser, durch das Kokoswasser. Mmh. Mmh. Lecker. Ja, kannst du doch trinken hier. Bitte. Schaut mal, lecker Kokosnuss. Yummy, yummy, yummy. Gefühlt schon 100 Jahre nicht mehr so gegessen. Schmeckt so lecker und der ist übrigens sehr, sehr gut. Gar nicht schlecht, nicht verschimmelt, gar nichts. So, meine Lieben, ich werde meinen Vlog gleich hier beenden. Hab mich hier so ein bisschen frei gemacht, weil ich gleich kleckern werde. Ich werde nämlich Haarmaske machen. Und zwar habe ich hier mein Aloe Vera gemixt, also doch klein gemixt mit Olivenöl zusammen. Und das ist so eine Masse entstanden. Ja, ich mache mir gleich meine Haare. Drin, drin, drin. Ich muss irgendwie gucken, wie ich das mache, damit ich mich nicht nackig zeige, damit ihr ein bisschen Vorstellung habt. Kannst du mir eine schwarze Schüssel geben da unten, diese zum Haare färben? Ups. Ja, ich guck, da mache ich das da rein. Hier ein bisschen für die Haare, damit es eben, ja, das teilt sich aber eigentlich gut ab. So sieht die Masse aus. Matcha Pampen. Ja, schleimige Angelegenheit, aber das ist gut für die Haare. Ich habe das hier schon mal gemacht. Und ich mache das jetzt. Ich habe das einfach mit Olivenöl gemacht. Ist ja auch sehr gut für die Haare. Blond. Ja, sowieso gut, ne? Wenn, perfekt, wenn genug Feuchtigkeit kriegt und so weiter, ne? Und so. Klopf, 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 klopf. Haarmaske. Und so. Anna, nicht klopfen, das Glas geht kaputt. So, ich spüre das nochmal. Das darf man so nicht machen. Ich werde das gleich gut nochmal einmassieren. Aber dann, wenn ich das Handtuch weg habe. So, mit Handtuch ist es sehr schlecht, aber das habe ich jetzt vor der Kamera so gemacht. Ich will mich nicht nackig zeigen. Hier. Also ich bin zwar im BH, aber ja, muss hier nicht sein. So. Wichtig ist Spitzen und alles so einmassiert und so viel ich mir hier gemacht habe. jetzt habe ich hier. Meine Güte, im Gesicht schon was. So, als Gesichtsmaske mache ich mir das auch.
aber dann in einem anderen Video. So, ich hatte hier jetzt ein bisschen und habe alles leer gemacht und werde jetzt einziehen. Und ja, so eine Stunde laufe ich rum, wickel mir das ein, ziehe mir so eine Haube an und ja, danach gehe ich ganz bequem duschen. Ja, meine Lieben, an dieser Stelle beende ich auch meinen Vlog. Ich glaube, der ist schon diesmal wirklich wieder sehr lang geworden. Tut mir leid dafür. Ich hatte eigentlich gesagt, ich versuche das bei 20 Minuten zu halten. Bisschen weniger. Ja, wünsche dir alles, alles Liebe, Gesundheit, liebe Menschen um dich herum, positive Energie, gute Laune und einen wunderschönen Tag. Morgen Nachmittag, gute Nacht, wann auch immer du am Abend oder wann du mein Video auch gerade schaust. Wünsche dir alles Liebe und dann sage ich dir einfach bis morgen und bis zum neuen Video. Deine Xenia und lass mir gerne ein Abo da. Ciao, ciao. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young.